Hallihallo, Hallöchen. Wir machen wieder Mod-Vorstellung und zwar für den LS19 und ich habe da so chinesische Lastwagen gefunden, was ich aber von der Grundform gar nicht so schlecht fand und dachte, die werden wir doch gerade mal hier zeigen. Und wie ihr seht, gibt es die in verschiedenen Ausführungen. Wir können die Türen öffnen und es hat einen Haufen chinesische Zeichen dran, wo keiner weiß, was es eigentlich heißt. Vielleicht verarschen die uns. Man weiß es nicht. Aber ich sag, der Grund-LKW ist eigentlich, finde ich, gar nicht so schlecht. Ein Kipper, Dreiachser oder Vierachser. Wir steigen mal ein. Ja, ist jetzt nicht Weltniveau, aber es. Ich habe schon Schlechteres gesehen. Es ist nicht so schlecht, finde ich jedenfalls. Zeiger geht. Licht geht draußen, aber Instrumentenbeleuchtung gibt's da nicht. Klingt auch ganz gut, das Teil. Fährt auch, glaube ich, nicht so schlecht. So, wir können mal gucken. Blinker geht sogar. Und was das Beste ist, das Ding hat sogar eine richtige Hupe. Weiß nicht, ob man es hört. Also, wenn das nicht eine Hupe ist, das haben wir, die meisten haben ja bloß so eine Quietsche. Sag ich mal, eine Quietsche haben die anderen. Das Ding hat eine richtige Hupe. Und ja. Ich sag, das Grundding ist gar nicht so schlecht. Den Dreiachser gibt's ohne Aufkleber oder mit weniger Aufkleber, sage ich mal. Den Vierachser kannst die Aufkleber, ich habe es jedenfalls nicht rausgefunden, kannst jedenfalls nicht wegmachen. Aber wenn er nachher richtig dreckig ist, ist es gar kein Problem. Dann sieht man auch keinen Aufkleber mehr. Die kannst du in allen Farben haben. Ich habe den mal hier jetzt gerade in Rot genommen, finde ich auch nicht schlecht. Mulde und Fahrerhaus sind einfach rot. Aber wenn wir gucken, also ich sag, das Grundding ist nicht schlecht. Ich hätte vielleicht keinen chinesischen gemacht, ich hätte wahrscheinlich einen europäischen gemacht. Aber ich mag ja so LKWs. Straßenbereifung. Reifen kann man leider nicht wechseln und ihr seht, wir kriegen hier 50.000 Liter können wir da laden. Unter den Vierachser natürlich noch mehr, 80.000 Liter. So, und hier ist immer ganz gut bei der Rampe. Können wir sehen, was machen eigentlich die Räder? Bewegen sie sich da gut? So, wir wollen jetzt mal hier abkippen. Er kippt aber noch recht schnell, hat dann ordentlichen Stempel vorne. Das gelbe Ding ist hier wahrscheinlich der Hydrauliktank, nehme ich mal an. Abgekippt. Fertig. Also gar nicht so übel. Für einen Chinesen, sag ich mal. Aber die kopieren ja immer recht gut, sag ich mal. So, nee, ich will eigentlich da in so einen rein. Und zwar, schauen wir jetzt noch schnell beim Händler. Und zwar unter LKWs finden wir die. Und das heißt irgendwie FS19 GTL 420. Also ich weiß nicht, ob das der Firmenname ist. Wahrscheinlich heißt das Ding so wie hier drüben Futo. Futo Auto. Ist aber recht teuer. Das ist natürlich schon 400.000 für das Teil. Ist eigentlich Wahnsinn. Aber 6x4. Ich gehe mal da rein. Also es gibt den in alle verschiedenen Farben, wie wir gerne wollen. Wir können den natürlich auch in Pink nehmen. Würde natürlich auch nicht schlecht aussehen. Dann haben wir da Design. Da können wir hier das Fahrerhaus umdesignen quasi. Dann haben wir da Motorausführung. Bin ich nicht ganz schlau geworden draus. Wenn ich das mache, hat er 50 PS mehr und hinten ein grünes Ding dran. Warum? Warte mal. Okay, was? Fährt der 145 oder was? So, ja, warum das denn da dran ist, keine Ahnung, vielleicht sieht man denn, hey, cool, der hat einen stärkeren Motor. So, Reifen. Kannst du vergessen, wenn du Reifen kaufst, kriegst du Aufkleber.
Das ist halt bei den Chinesen so. Reifen gibt's neue Aufkleber. Seht ihr? Überall voller Aufkleber. Okay, wir schauen uns noch den anderen an. Und den gibt's in zwei verschiedene Versionen. Ich weiß nicht, wie viel hier jetzt reinpasst. Weil hier steht 80.000 Liter. Wir werden das gerade ausprobieren, wie viel da reingehen und wie viel in den anderen reingehen. Und hier können wir eigentlich dasselbe machen. Das Fahrerhaus. Hier kriegen wir aber die Aufkleber nicht weg. Wenn ich da sage Reifen, sagt er, ich mache dir hinten so ein grünes Ding ran. Warum? Keine Ahnung. Wenn ich sage Motor, macht er nachher das. Also noch so ein Aufbau dran. Aber ansonsten, ich sag, das Grundding ist gar nicht so schlecht. Finde ich jedenfalls. So. Mal hier die Luken zu. Wir wollen da mal gucken, wie viel reingeht. Ob da 80.000 reingehen oder nicht. So. Lenkt ordentlich mit. Ich sag ja. Die Marke ist nicht korrekt, was draufsteht und die Aufkleber auch nicht. Ansonsten ist das Ding eigentlich ganz cool. Also wer eine chinesische Karte spielt, für den ist es genau das Richtige. Nein, kann man natürlich auf jede Karte spielen. Gar keine Frage. Und manch einer mag ja so Exoten. Wäre jetzt eigentlich. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe gar nicht 80.000 Liter drin, aber ich habe das Einzige, was ich hier drin habe, ist eigentlich erste. So, schauen wir mal, wie viel da reingeht. Okay, ich sehe schon den Fehler. Hier wahrscheinlich auch. Wir haben gar keine Bordwand. Und das füllt es einfach drüber hinaus. Das ist natürlich schade. Es werden 80.000 reingehen, aber ich dachte, hier gehen dann weniger rein. Wäre natürlich logisch. Okay, in beiden, mit oder ohne Aufbau, geht 80.000 rein. Aber im Grundprinzip ein schlechter LKW. So, ihr könnt es ja selber entscheiden. Jeder kann selber entscheiden, was er da drauf machen will oder nicht. Ich dachte jetzt. Ich hätte es noch ein bisschen höher gemacht, hier die Mulde. Okay. Würde ich sagen, haben wir das mal gesehen. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich. Macht was draus. Viel Spaß damit. Ciao, ciao.